Es ist der Nummer 1 Vorzeigestaat. Das einzige nicht-europäische Land auf der Liste der 5 reichsten Länder der Welt, noch vor den Vereinigten Staaten, Katar oder den Emiraten. Und damit das reichste Land Asiens. Sie sind Weltmeister in Sachen Bildung und allen anderen Ländern weit voraus und die Zukunft ist dort längst Realität. Doch trotz den futuristischen Hochhäusern ist es der grünste Stadtstaat der Welt. Man könnte sogar fast von einem Land ohne Armut sprechen. Es gibt keine Slums, keine Obdachlosigkeit und keinen Müll. Singapur gilt wie kein anderes Land als Vorbild für die gesamte Welt. Doch was wäre, wenn dieser scheinbar perfekte Staat ein dunkles Geheimnis hat? Will jemand Kaugummi? Wenn das hier wirklich Kaugummis wären, müsste ich jetzt eine Strafe von 100.000 Dollar zahlen. Das ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was in diesem Land hier eigentlich alles falsch läuft. Ist der Vorgeschmack wegen Geschmack, Kaugummi, egal. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was dieses Land zu bieten hat und welchen Preis man dafür zahlen muss, dort zu leben. Und nein, ich rede nicht von Geld. Singapur ist das reichste Land Asiens. Und das merkt man. Wenn man in Singapur ankommt, wird man erstmal vom schönsten Flughafen der Welt begrüßt. Die Auszeichnung hat er zumindest schon mehrfach erhalten. Und ich finde, es ist zumindest der schönste Flughafen, in dem ich bisher war. Und ist jedem Flughafen in Europa oder Amerika, den ich zumindest bis jetzt gesehen habe, deutlich überlegen. Einfach weil der so viel zu bieten hat, ist es wie eine eigene Stadt an sich. Flughafen ist eigentlich schon total untertrieben. Dieser Flughafen hat wirklich alles zu bieten. Es gibt einen eigenen Freizeitpark, unzählige Geschäfte, einen Spa-Bereich mit Outdoor-Pool und ein internes Schienensystem, was all diese Dinge miteinander verbindet. Was hat dieser Flughafen denn bitte nicht? Aber das, wofür der Flughafen wirklich bekannt ist und eins der größten Wahrzeichen überhaupt von Singapur, ist ein riesiger Indoor-Wasserfall. Und hier ist auch schon der berühmte... Der Wasserfall ist einfach aus. Was zum Teufel? Die Musik hab nicht ich eingespielt. Ist das krank? Das ist wie ein riesiger Indoor-Garten. Das sieht viel zu wild aus. Oh mein Gott, wie das hier so runterfließt. Wie so ein schwarzes Loch und es... Man hat immer das Gefühl, dass es hier drin regnet. Extrem hohe Luftfeuchtigkeit, aber übel geil. Sorry, aber das ist cooler als jeder natürliche Wasserfall, den ich je gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich werde dezent nass. Also es regnet richtig. Also ich würde ja irgendwie gerne den Flitzer machen und jetzt da drin baden. Aber ist, glaube ich, keine gute Idee. Der Flughafen in Singapur verkörpert ziemlich krass den Reichtum des Landes. Aber das ist leider nur die Fassade von einem Land, in dem einiges schief läuft. Denn dafür gibt es in Singapur in Anführungsstrichen nur viele, viele Jahre Haft und Stockschläge. Um herauszufinden, welchen Preis man für das Leben hier zahlen muss, mache ich mich auf den Weg vom Flughafen in den Großstadtdschungel. Und das ist in Singapur wörtlich zu nehmen. Die Regierung Singapurs hat es sich als Ziel gesetzt, die grünste Stadt der Welt zu werden. Es gibt 4 riesige Naturschutzgebiete und fast die Hälfte des Landes besteht aus Grünfläche. Nochmal zur Erinnerung, Singapur ist ein Stadtstaat. Von der Gesamtfläche her ist es kleiner als Berlin. Und das, obwohl über 5,5 Millionen Menschen dort leben. Das, was wir hier nur aus unrealistischen Zukunftskonzepten für Städte kennen, ist dort längst Realität. Man hat quasi die Vorteile von einer Stadt, alles ist zentral und man ist perfekt angebunden und gleichzeitig ist man quasi mitten in der Natur, umhüllt mit riesigen Pflanzen und extrem sauberer Luft. Es klingt doch quasi wie ein Traum, vor allem, wenn ich euch jetzt noch erzähle, dass es als Einheimischer dort im Vergleich zu Berlin überhaupt kein Problem ist, eine Wohnung zu bekommen. Die Regierung baut nämlich seit Jahren Sozialwohnungen und verkauft die unter dem Marktwert an die Bevölkerung. Das klingt eigentlich alles viel zu schön, um wahr zu sein, und vielleicht ist es das auch. Bevor ihr jetzt entscheidet, nach Singapur auszuwandern, lasst uns erst mal anschauen, wie die Menschen hier leben. Ey, es ist so krass, ich habe noch nie so eine Stadt gesehen. Also einerseits ist sie mega grün, also wirklich eine Park nach dem nächsten, alles ist grün. Und daraus ragen dann aber links und rechts durchgehend, also wir fahren wirklich seit 20 Minuten lang und eine Hochhausreihe an der nächsten. Es ist unfassbar, ich meine, gebt euch das mal, was ist das? Und es sieht halt alles aus wie Störung C, Störung V, also jedes Hochhaus sieht gleich aus. Es ist komplett insane, ich bin wirklich gerade einfach sprachlos. Das ist so, das sieht aus wie Lego und irgendwie finde ich es ein bisschen gruselig, weil das sieht einfach aus wie null Individualität. Es sieht eigentlich fast schon aus wie Gefängnis. Und das war schon das erste Anzeichen dafür,
dass in diesem Land irgendetwas Seltsames vor sich geht. Diese riesige Menge an baugleichen Hochhäusern wird später nochmal wichtiger, als ich dachte. Es fühlt sich auch ein bisschen an, als würde man irgendwie eine Autobahn durch den Dschungel fahren. Es ist so surreal, es ist so viel Grün. Die versuchen hier echt alles zu begrünen und im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern gibt es auch kaum Autos auf den Straßen und sie wirken wie leergefegt. Ich war aber erstmal komplett geflasht und habe mich dann im Stadtzentrum absetzen lassen, um die Stadt zu entdecken. Also in der Innenstadt ist es nochmal viel krasser. Es ist so insane, die Architektur hier. Es reiht sich ein Hochhaus an das andere und hier sind die dann auch ein bisschen schöner designt. Die hier sind schon wirklich beeindruckend und es gibt mir so richtig krasse Staaten-Vibes. Nur halt in viel grüner und auch ein gutes Stück günstiger. Denn Singapur ist zwar im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern extrem teuer, aber immer halt noch deutlich günstiger als die Staaten und sogar als Europa. Und hier sieht man überall den Wahnsinn. Hier werden tausende neue Wohnungen gebaut. In dieser Stadt wird wirklich alles, was geht, irgendwie grün gemacht. Man gefühlt überall, wo noch kein Grün ist, werden gerade neue Pflanzen eingepflanzt. Und ich glaube, ich war wirklich noch nie in so einer grünen Stadt. Wie die einfach auf dem Hochhaus alle paar Stockwerke einen Garten haben. Was ist das? Ganz normale Gehwege in Singapur. Wenn ich jetzt hier trotz diesem Schild über die Straße gehen würde, statt da vorne beim Fußüberweg, müsste ich 35 Euro Strafe zahlen. Das geht eigentlich noch voll klar, aber steht auch in keiner Relation zu dem, was man hier noch so für Strafen bekommen kann. Hier mal ein kurzer Überblick von dem, was in diesem Land alles verboten ist. Wie schon gesagt, es ist illegal, Kaugummi zu verkaufen oder zu besitzen. Wenn man Müll wegwirft oder nur auf die Straße spuckt, muss man 600 Euro Strafe zahlen. Es war nur zu Demonstrationszwecken, okay? Wirklich, ich bitte keine Prügelstrafe. Man sollte sich nicht mal erlauben, seinen Tisch nach dem Essen nicht abzuwischen, denn auch dafür kann man mehrere hundert Dollar Strafe zahlen. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Fürs Singen von obszönen Liedern in der Öffentlichkeit kann man 3 Monate lang in den Knast gehen. Eigentlich eine gute Idee, die man auch mal auf Malle einführen könnte. Wenn ihr gerade mit Freunden in der Bahn unterwegs seid und jemand einen Witz macht, dann kommt nicht auf die Idee zu lachen. Ansonsten kann das dazu führen, dass sie euch rauswerfen. Hier springen auch überall Tauben rum. Wenn ich den jetzt einen kleinen Happen von meinem Brot abgeben würde, wäre das schon wieder eine Straftat. Kommt niemals auf die Idee, Tauben zu füttern oder eine nicht registrierte Kopie von Windows auf dem Rechner zu haben. So, ich brauche jetzt hier mal Internet, damit ich weiß, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Aber hier gibt es gar kein WLAN. Hier gibt es nur ein ungesichertes Netzwerk. Naja, kann man ja mal probieren. Oh, 10.000 Dollar Strafe in Singapur oder bis zu 3 Jahre Gefängnis. Das ist kein Witz. Und das Absurdeste ist, das Flughafen-WLAN von Singapur ist einfach ein ungesichertes Netzwerk. Hä, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist auch streng verboten, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu essen, was ich vorher nicht wusste und auszusehen dort gemacht habe. Die Toiletten sind hier aber auch anders fancy. Oh, fast 100 Dollar Strafe gezahlt, wenn man nicht spült. Man muss wirklich bei jeder Kleinigkeit genau überlegen, kann ich dafür irgendeine Strafe bekommen? Diese in unseren Augen total übertriebenen Strafen haben aber auch ihre Wirkung. Denn zum Beispiel die Straßen dort sind seit diesem Kaugummi-Gesetz extrem sauber geworden. Ich glaube, ich war auch wirklich selten in so einem sauberen Land. Und auch andere Handlungen der Regierung, wie zum Beispiel die Wohnungspolitik, sorgen dafür, dass sich halt sehr viele Einwohner eine Wohnung leisten können. Für die es aber auch wieder strenge Auflagen gibt, die letztendlich aber dazu führen, dass zum Beispiel keine Slums oder sozialen Brennpunkte entstehen können und es somit in Singapur auch keinen einzigen Obdachlosen gibt. Das aber vielleicht auch, weil es streng verboten ist, zu betteln. Vielleicht ist es aber einfach der Preis, den man für den Wohlstand zahlen muss. Und im Vergleich zu anderen, vor allem südasiatischen Ländern, gibt es dort natürlich auch viel mehr Wohlstand. Aber den Preis für den Wohlstand ist es doch im Vergleich zu den anderen, vor allem südasiatischen Ländern, auf jeden Fall wert, oder? Aber was, wenn diese Bußgelder nicht das Einzige sind? Hat jemand Bock auf einen Joint? Oh, mit Drogen handeln in Singapur? Ich meine, das ist in vielen Ländern der Welt verboten, aber dafür wird selbst in so einem modernen Land wie Singapur immer noch die Todesstrafe verhangen. Und das Absurde ist, damit ist die Strafe höher als beispielsweise für Vergewaltigung, denn dafür gibt es in Singapur in Anführungsstrichen nur viele, viele Jahre Haft und Stockschläge. Und das ist kein Einzelfall, damit werden ganz viele Dinge bestraft. Ich verstehe dieses Strafsystem nicht. In welchem Strafsystem ist es denn schlimmer, mit Drogen zu dealen, als einem anderen Menschen direkt physisch zu verletzen gegen seinen eigenen Willen? Ich finde es einfach nur krank. Singapur hat mit die strengsten Drogengesetze weltweit. Und die Vereinten Nationen sind davon jetzt auch nicht so begeistert. Okay, aber solange man damit nichts zu tun hat, hat man doch immer noch ein traumhaftes Leben, oder? Um das herauszufinden, wollte ich mit eigenen Augen sehen, wie die Einheimischen dort vor Ort leben. Deshalb habe ich mich also in den Stadtkern begeben, um neue Leute kennenzulernen. Ich bin jetzt ja einfach mal in eine normale Wohngegend in Singapur gefahren und holy shit, die Hochhäuser sind einfach alle so riesig und vor allem sind es halt bis zum Horizont, also überall steht einfach
fast dasselbe Hochhaus. Vielleicht mal so leicht andere Farben, aber im Prinzip sieht alles gleich aus. Das ist wirklich, wirklich crazy. Aber man muss sagen, dafür, dass es eine urbane Wohngegend ist, ist es, finde ich, mega grün. Man findet überall Palmen und die Bäume und das ganze Grün hört nicht auf dem Boden auf, sondern selbst auf den Balkons, Dachterrassen und Straßen ist eigentlich immer irgendwas begrünt. Ich frage mich dabei die ganze Zeit schon, ob man in dieser riesigen Menge von Menschen nicht irgendwie das Gefühl hat, unterzugehen. Alle haben irgendwie mehr oder weniger dieselbe Wohnung. Es gibt sehr strenge Gesetze und wenn man sich nicht an die hält, noch viel schlimmere Strafen. Aber um herauszufinden, wie es sich anfühlt, hier zu leben und auch, ob ich mir selbst vorstellen kann, hier in Zukunft zu leben, werde ich jetzt einfach mal mit jemandem sprechen, der schon seit einer Weile hier wohnt. Problem ist nur, ich kenne noch niemanden. Deshalb habe ich mich also in den Stadtkern begeben, um neue Leute kennenzulernen. Es war aber wirklich extrem schwer, dort tiefe Einblicke zu bekommen. Ich bin immer wieder auf Leute zugegangen. Ich habe viele angesprochen, die waren auch alle super höflich. Aber so gut wie niemand hatte Zeit. Es war im Prinzip wie in Deutschland. Und halt überhaupt kein Vergleich zu anderen südostasiatischen Ländern. Es wollte bis dahin leider noch niemand ausführlicher mit mir reden. Aber ich habe nicht aufgegeben und bin weiter in den Vorzeigestadtteil Singapurs. Und ich war wirklich sprachlos. Eine Sehenswürdigkeit reiht sich an die nächste. Wassershows, den coolsten Apple Store, den ich je gesehen habe und natürlich den berühmten Gardens by the Bay und die leuchtenden Skytrees. Sind die jetzt wirklich aus? Bruh. Ist nicht der Ernst, oder? Die Stadt war wirklich unfassbar beeindruckend. Vielleicht habe ich mich ja doch getäuscht und bis auf ein paar strenge Gesetze könnte es sogar ziemlich schön sein, dort zu leben. Ich war erstmal wortwörtlich geblendet von der Schönheit dieser Stadt. Doch was man als Tourist erlebt, hat wenig mit dem Alltag dort zu tun. Und das habe ich dann zum Glück auf dem Rückweg noch erfahren, denn im Taxi hatte ich dann endlich noch die Möglichkeit, ausführlich mit jemandem zu sprechen und es kam durch Zufall zu einem Gespräch, das alles verändert hat. If you are caught for littering, you will be made to pay a fine. On top of that, you will have to wear a yellow color vest. They'll give you a broom. You'll go and sweep the streets of Singapore. So you have to clean it yourself? No, you will be punished to clean the streets. Yes, yeah, okay. Er hat mir auch nochmal von den strikten Regeln und Gesetzen erzählt, aber er hat das Ganze eigentlich ziemlich locker gesehen und es hat ihn überhaupt nicht gestört. And what do you think about these regulations? I think, for me, I don't litter, so I think it's good. At least, you know, like Singapore is so clean. Yes, it's really clean. Yeah, yes. And if you don't like walk around the streets, you will have those pungent smell, stench. Also ist jetzt doch alles fein? Nein, denn er hat eigentlich nur in einem Nebensatz erwähnt, dass er 10 Stunden am Tag arbeiten muss, um seine Familie zu ernähren. Und das hat er so erzählt, als wäre es halt das Normalste der Welt. Und als wäre das noch nicht genug, das Ganze an 7 Tagen die Woche. Als Arbeitnehmer hat man dort zwar theoretisch das Recht auf einen Ruhetag pro Woche, aber das bringt halt nicht viel, wenn man auf das Geld angewiesen ist. Wochenenden gibt es keine. Erst wenn man 10 Jahre für ein Unternehmen arbeitet, hat man den Anspruch auf 14 Tage Urlaub im Jahr. Singapur ist ein Arbeitsstaat und dafür wird man auch schon in der Schule vorbereitet. Singapur belegt noch vor Japan Platz 1 im PISA-Test und schlägt damit alle anderen Länder der Welt, insbesondere natürlich Deutschland. Das klingt erstmal ziemlich genial, nur muss man sich dann erstmal fragen, wie sinnvoll eigentlich der PISA-Test ist, wenn die Schüler in den Prüfungen 1:1 dieselben Wörter mit denselben Rechtschreibfehlern verwenden, wie in den Präsentationen der Lehrer. Die Studenten selbst sprechen davon, dass ihnen jede Unabhängigkeit und jedes Andersdenken im Keim erstickt wird und nicht zum selber Denken angeregt werden, nur dazu, um als Kanonenfutter für die Firmen zu dienen. Zumindest findet man diese wütenden Einschätzungen von Studenten online, aber vor Ort bekommt man davon wieder gar nicht so viel mit, weil es sich dort einfach nicht gehört, irgendetwas gegen das System zu sagen und vielleicht auch, weil die meisten schon so sehr an dieses Leistungsdenken gewöhnt sind. So wie es halt für den Taxifahrer das Normalste der Welt war, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Und obwohl ich halt auch in der Stimme gehört habe, dass es ihm damit nicht gut geht. Aber er es halt machen muss, um seine Familie zu versorgen. Dafür muss man halt nur bereit sein, an mindestens 6 Tage die Woche zu arbeiten, die Produktivität zu steigern, um dann am Ende wieder so viel wie es geht von dem Geld in den zahlreichen Shopping-Sendern auszugeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Getreu dem Motto, schlafen, arbeiten, konsumieren und nochmal von vorn. Das Leben dort gleicht dem einem Resort. Es werden alle Grundbedürfnisse erfüllt, es ist alles um dich herum erreichbar, Einkaufsmöglichkeiten, Parkanlagen, eine ganze Liste an vorgegebenen Freizeitaktivitäten und solange man die Regeln befolgt, klingt das traumhaft. Aber jeder, der schon mal im Urlaub in einem Resort war, weiß, dass es nach ein paar Tagen irgendwie alles einfach
zu perfekt ist, zu sehr für einen zurechtgeschnitten. Es fühlt sich alles so künstlich an, so als ist schon alles vorbestimmt und einem wird jegliche Individualität und Freiheit geraubt. Man lebt halt in einer kompletten Blase. Dazu kommen dann noch die strikten Regeln und Gesetze, durch die man einfach das Gefühl bekommt, dass man ja nichts Falsches machen darf, weil man für jede Kleinigkeit total unverhältnismäßig bestraft wird. Und das halt auch nach wie vor mit den härtesten und unmenschlichsten Strafen der Welt. Eine Industrienation, in der es nach wie vor die Todesstrafe gibt. Ich meine, sowas wird sich doch kein anderes westliches Land erlauben. Oder? Man könnte fast sagen, dieses Land ist wie eine Art Luxusgefängnis. Es gibt strenge Regeln und Gesetze, an die sich jeder halten muss. Es gibt so gut wie keine Streiks, Proteste oder irgendwelche Kritik über das Land. Und noch dazu kommt, dass Singapur immer mehr zu einem Überwachungsstaat wird. Auf alle 60 Menschen kommt jetzt schon eine Überwachungskamera und in naher Zukunft soll sich die Anzahl nochmal verdoppeln. Und als wäre das noch nicht genug, werden mittlerweile schon testweise Roboter eingesetzt, um gegen unerwünschtes Verhalten vorzugehen. Was bringt einem Wohlstand und Komfort, wenn man nur einem scheinbar perfekten Plan folgen darf? Man muss Singapur lassen, gerade in Sachen Wohnungsbau, Armut und Obdachlosigkeit können wir uns eine Scheibe abschneiden. Aber selbst das Leben in einem scheinbar perfekten Land hat eben seinen Preis. Und ich persönlich wäre niemals bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich könnte mir nicht vorstellen, da zu leben. Da verzichte ich lieber auf den Wohlstand und das perfekte Leben und genieße dafür meine Freiheit. Aber mich interessiert mal, was ihr davon haltet. Hier geht es weiter mit einem der verrücktesten Gefängnisse der Welt. Ich bin raus.